Willkommen zu Sprechzeug. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ach, ich wollte ja eigentlich mit euch rausgehen. Das Wort eigentlich war jetzt wichtig, ne? Und ich habe aber kurzfristig beschlossen, ich mache das bei mir im Büro, denn ich habe das letzte Mal von natürlicher Präsenz gesprochen, ihr erinnert euch. Und ihr Lieben, ich finde ja, hier gibt es gerade ein super tolles Beispiel für natürliche Präsenz. Und für das, was natürliche Präsenz kann, sich einfach zeigen, ohne zu fragen. Und ich habe einige Feedbacks und Rückmeldungen bekommen auf das Thema das letzte Mal mit dem Baum, wo ich draußen war, wo ich einfach mal raus und in den Himmel und habe euch diese wunderbare Kirsche, Zierkirsche gezeigt. Und jetzt habe ich eine Überraschung aus meinem Büro für euch. Ihr seht sie schon im Hintergrund, aber ich hole sie mal ein bisschen näher ran. Und das ist sie hier. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ich bin total begeistert, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie ich das geschafft habe, dass die Orchidee für mich das tut. Und ich habe gezählt. Seht ihr das? Ganz bestimmt. Ihr seht das ja, ne? Wie viele Blüten das waren oder sind 23 Blüten. Ich finde das echt irre. Und auch die fragt nicht einfach, ne? Die fragt nicht, die sagt nicht, hey, darf ich das? Nee, die tut einfach. Die ist einfach da. Die zeigt sich in all ihrer Pracht und zeigt sich mit all ihrer, ja, mit aller Freude am Leben, finde ich, ne? Die transportiert nämlich noch was anderes. Nicht nur eine natürliche Präsenz und eine Strahlkraft und ein Hallo Welt, ich bin da. Guck mal, ich lasse mich gerade einrahmen von dieser Blüte. Sondern die transportiert noch mehr. Die transportiert auch Üppigkeit. Die transportiert, wie ich finde, Freude. Freude am Leben, Freude am Sein. Und wenn wir das nach draußen tragen, in unserer persönlichen Präsenz, in unserem Auftritt, egal wo wir sind, und wir tragen nach draußen, was wir in all unserer Kraft sind, was wir als Mensch, was wir als Persönlichkeit darstellen, dann darf es eben auch ein bisschen mehr sein als nur Worte, sondern eben in unserer Ganzheit uns zu präsentieren, in allem, was wir haben und was wir sind, uns zu zeigen. Die wollte ich euch heute einfach mal zeigen, wie sich die für mich geöffnet hat, wie die mir zeigt, hey, wow, hallo Welt da draußen, hier bin ich. Und das fällt Pflanzen so unglaublich leicht, ne? Eben weil niemand ihnen abtrainiert, macht man nicht, sei doch nicht so laut. Musst du denn immer überall zu sehen und zu hören sein? Ganz im Gegenteil. In der Natur ist es nämlich tatsächlich eher dieses hier, ne? Ihr erinnert euch, Gorillasummen, eher zeigen, hey Welt, ich bin da. Und dieses, ich bin da, dieses ganz nah rangehen und sich trauen, auch diese ganzen anderen Facetten zu zeigen. Diese Facetten, die eben, naja, ein bisschen schief sind. Die Zahnlücke. Oder die im Moment durch vieles Maskentragen etwas unreine Haut. So what? Oder wie in der letzten Folge ungeschminkt vor die Kamera zu gehen. Ich bin heute seit langem mal wieder ein bisschen mehr geschminkt, weil ich heute unterrichtet habe, den ganzen Tag mit einer großen Gruppe und ich etwas blass war. Ja, dann habe ich gesagt, komm, ein bisschen Farbe ins Gesicht, ein bisschen Bacon und dann wird es schon besser. Ja. Aber ich bin noch nicht die Farbe in meinem Gesicht, oder?
Ich bin auch nicht die Zahnlücke, ich bin das Gesamtpaket. Und deswegen, da ist ungeschminkte, natürliche Schönheit und ihr Lieben, natürliche, ungeschminkte Präsenz. Und diese natürliche, ungeschminkte Schönheit, die haben wir alle. Die habt ihr alle da draußen. Tragt die, zeigt euch in eurer Besonderheit, denn das dürfen wir, glaube ich, noch mal ganz wichtig festhalten. Ihr seid alle, jeder für euch, von euch, jeder ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ihr seid unique, ihr seid absolut einzigartig. Und ihr, ja, seid doch großartige Menschen, oder? So großartig, dass ihr euch zeigen dürft. Also, arbeitet an diesen ganzen Mustern, lasst die Muster los, die da sagen, seid nicht immer so laut, dräng dich nicht immer in den Vordergrund, halt dich doch mal ein bisschen zurück, muss man dich immer schon von weitem hören und so weiter. Seht, die Sätze habe ich alle früher schon mal gehört, ne? Und ich habe intensiv daran gearbeitet, die loszulassen. Zeigt euch, zeigt der Welt da draußen, wer ihr seid und wie großartig und wie wunderbar ihr seid. So, vielleicht hat das gerade mal so ein bisschen gepusht. Es mag daran liegen, dass ich auch gerade in der Richtung unterrichtet habe. Deswegen wurde es vielleicht gerade ein bisschen pathetisch. Nehmt euch ein Beispiel an diesen grandiosen, wunderbaren und großartig schönen Pflanzen und Blumen und Bäumen da draußen und auch hier drin, wie bei mir im Büro. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund, schaltet wieder ein und dann verspreche ich euch, gibt es definitiv wieder Videos zusammen mit der Christine, denn jetzt, wenn die Eisheiligen vorbei sind, dann drehen wir. Wir haben einen festen Drehtermin vereinbart für nächste Woche und da geht jetzt nichts drüber. Ich freue mich total. Dann werde ich auch Lucy wiedersehen. Lucy kennt ihr ja schon. Lucy, der Hund von Christine, der angehende Therapiehund, die ist noch mal um einiges gewachsen und ja, eben erwachsener geworden. Also ich bin sehr gespannt, freut euch drauf. Ich bin sehr gespannt und freue mich selber auf den Dreh. Ich freue mich auch, die alle zu sehen. Natürlich, ihr wisst das, mit Abstand, mit Maske. Wir werden vorher alle Tests machen und so weiter. Aber ich freue mich einfach drauf. So, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende, habt eine coole Woche, habt eine grandiose Zeit und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Türelü. Tschüss, eure Sabine.